Wir sind bei Subway, denn hier gibt's was Neues, nämlich die Daily Subs. Das ist eine Ergänzung zu den alten, ja, Tagesangeboten und die gibt's in 4 Versionen und wir probieren alle 4 jetzt aus. Willkommen bei der Food Show! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, wir sind bei Subway. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich habe euch ja gesagt, da könnte es was Neues geben. Dann habe ich aber selber gar nicht mehr so wirklich in die App geschaut oder auf die Website. Und dann ist es mir gestern durch Zufall aufgefallen, ach, die haben ja doch was Neues. Ja, Daily Subs haben die jetzt. Ja, sozusagen das Sub des Tages, was es ja nicht mehr gibt schon seit längerem bei Subway, wurde ja abgelöst sozusagen, ist weg gewesen. Und da haben sich viele natürlich drüber geärgert, weil Sub des Tages war für viele immer cool, denn es gab immer an bestimmten Wochentag ein spezielles Sub, was bei manchen auch mal das Lieblingssub natürlich sein konnte, und das zum günstigen Preis. Und das war weg. Ja. Neu bei Subway ist ja diese Signature-Geschichte. Kann ich euch hier mal als Video nur kurz einblenden. Habe ich nämlich gerade in der Filiale einmal abgefilmt. Das ist ja neu bei Subway so eingeführt worden, dass es jetzt vorgegebene Subs gibt. Ihr könnt immer noch belegen, wie ihr möchtet. Manche mögen das ja einfach. Dass ich sage, hey, ich möchte aber die Soße und ich möchte den Salat und ich möchte das da drauf haben. Könnt ihr immer noch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt aber jetzt diese Signature-Geschichte auch machen. Das gibt es in einigen Filialen manchmal schon länger, kennen einige. Hier in der Region habe ich das nie vorher so gehabt. Es gab nie eine feste Rezeptur. Die haben, das ist einfach so gemacht, wie der Kunde es möchte oder wollte. Ja, jetzt gibt es, wie gesagt, diese Vorgefertigten. Und vorgefertigt passt hier ganz gut, auch bei diesen Daily Subs. Die sind vorgefertigt. Vorteil, sie kosten 3,49 Euro. Jedes 15 cm Sub. Nicht wundern, das sind keine 15er. Das ist jetzt nur noch 7,5er. Denn ich habe sie einmal durchschneiden lassen mir vorher, damit ich euch sie im Anschnitt nämlich besser zeigen kann. Weil sonst ist das immer, seht ihr immer nur diese Rückseite. Ja, und das ist halt immer so zum Zeigen so ein bisschen blöd, ne? Weil gerade im Anschnitt, da siehst du erst, wie das Sub wirklich aussieht. Ja, 3,49, 4 Stück gibt es. Und was ist es genau? Das sage ich euch jetzt. Ich blende euch das nämlich jetzt einmal alles einzeln ein. Die gibt es bis Ende des Jahres, also bis Ende 2024 sollen die im Sortiment bleiben. Was danach kommt, kann sein, dass sie sich dann nochmal ändern. Also es gibt neue Daily Subs. Aber es gibt einmal das Italian Veggie Sub. Echtes, ein echter frischer Kick. Unser Italian Veggie Sub überzeugt auch ohne Fleisch. Aber mit ganz viel Taste. Leckerer Frischkäse trifft auf würzigen Rucola, knackige Gurken, rote Zwiebeln und sonnengetrocknete Tomaten. Mit frisch aufgebackenen italienischen Brot. Das ist das vegetarische Sub. Kalorien zeige ich euch direkt mal mit an, wenn ihr das direkt wissen wollt. 225 hat das Gute. Das ist okay. Zucker mit 7,7. Aber ja, ist eigentlich noch alles im Rahmen. Aber ich mag solche Veggies, wenn die getrockneten Tomaten geil sind. Dann, das wird sicher einigen gefallen, das Nacho Chicken Sub könnte vielleicht das Beste sogar sein aus der ganzen Viererreihe. Snacktime, unser Nacho Chicken Sub vereint knusprige Nacho Chicken Bites, also es ist wirklich Hähnchen, was paniert ist in eine Nacho Panade. Mit knackigem Salat, frisch aufgebackenen italienischen Brot, verfeinert mit saftigen Tomaten, roten Zwiebeln, würziger Chipotle Southwest Soße, ready to eat. 380 Kalorien auf das Sub gerechnet. Dann haben wir das, the BLT Sub. Das BLT Sub ist für Bacon hoch 2. Das BLT überzeugt mit doppelt Bacon, frisch gebackenem italienischen Brot, knackigen frischen Salat, unser Light Mayonnaise, ein herzhaftes Geschmackserlebnis. 303 Kalorien habt ihr dann hier. Und das Chicken and Cheese Sub ist für den wahren Chicken-Freund auch aufgepasst. Hier gibt es Sliced Chicken. Sliced Chicken klingt auch so schön. Es ist Hähnchenaufschnitt. Trifft auf leckeren Scheibenkäse mit knackigem Salat, extra frischen Tomaten, roten Zwiebeln, frischen italienischen Brot. Und als Base gibt es noch die Honey and Whole Mustard Sauce on top. Das macht das Sub komplett. 299 Kalorien. Bezieht sich aber, wie gesagt, immer auf das Sub. Aber ohne Käse und ohne so, ihr seht es da. Also mit den Kalorien, das kann sich auch ein bisschen unterscheiden, ist eine grobe Angabe. Ja, das sind sie. Das sind alle 4 Subs, mehr gibt es nicht. Was ich euch aber jetzt zeige, wie die zubereitet werden. Weil das ist ja bei Subway das Besondere, ihr seht die Zubereitung wirklich offensiv. Denn Subway macht alles vor euren Augen. Und das habe ich für euch jetzt einmal im Speed-Up gefilmt. Ihr kriegt ein bisschen Musik drunter.
So sieht's aus. Ja, so sieht's aus, wenn Subway einen Sub zubereitet. Handschuhe werden angezogen, das wird gemacht, das wird für euch gemacht, das kommt in den Ofen. Es ist wirklich schön zu sehen. Und ihr könnt, wie gesagt, auch frei aus dieser Zutatenliste auch wählen. Dann geht aber nicht ins Daily Sub. Da dürft ihr dann nicht wählen. Da müsst ihr dann den Preis bezahlen, was es am Ende kostet. Aber ja, ihr habt freie Wahl. Ihr könnt auch einen 30er Sub machen. Geht auch bei den Daily Deals. Würde auch ein 30er gehen, kostet einfach das Doppelte. Ja, wir probieren uns jetzt durch und ich bin gespannt, was es kann. Wir fangen jetzt mit diesem Italian Veggie Sub an. Oh, meine Nase juckt momentan. Ist ein bisschen schlimm. Heuschnupfen geht schon wieder rum. Also hier die Pollen fliegen und ich merke es auch schon bei mir. Aber das ist nochmal das Gute. So sieht's aus. Ups, ein bisschen zu nah. So ist besser für euch. Also man sieht alles, was drauf ist. Barney sieht es auch. Der sitzt nämlich wieder mit dem Auto. Barney ist bei Fastfood-Tests jetzt immer mit dabei. Aber wir kombinieren das immer mit Spaziergängen. Das ist immer ganz praktisch. Ich beiß jetzt mal in das Kleine hier rein, was ich mir durchgeschnitten lassen habe. Und dann bin ich mal gespannt, ob das schmeckt. Da kann man einfach nur sagen, lecker. Simpel, einfach. Also ich liebe ja so einfache Sachen. Aber der Frischkäse, der Frischkäse hat einen schönen Geschmack. Dazu hast du wirklich diese Knackigkeit. Du schmeckst diese knackigen Zwiebeln, die eine leichte Schärfe haben, aber nicht so extrem sind. Das ist ja verrückter, wenn es rote Zwiebeln sind. Die sind immer ein bisschen milder, also leicht milder. Mit dem Salat und so, dieses Draufbeißen, die Gurke passt, die ist auch schön knackig. Das Brot ist Geschmackssache. Ich mag Italian Sub. Die sind ja auch alle geröstet. Habt ihr ja gesehen, dass sie im Ofen waren. Vielleicht könnte man auch ein anderes nehmen. Aber das ist immer Ansichtssache. Ist, denke ich mal, auch das günstigste Brot. Daran wird es, denke ich mal, liegen. Aber ist gut. Die sonnengereiften Tomaten passen wunderbar dazu. Bringen diesen schönen, ja, diesen gerade diesen italienischen Flair. Bringen ja diese sonnengereiften, getrockneten, leicht getrockneten oder marinierten Tomaten gut rein. Das ist lecker. Also das Italian kriegt wirklich, kannst du wirklich entspannt machen. 4 von 5. Das kannst du wirklich ganz gut machen. Es ist ein schönes, leckeres Veggie-Sub. Wenn ihr Fleisch wollt, machen wir jetzt. Wir testen jetzt eine Fleischversion. Aber dann kann man wirklich geben. Wie gesagt, heute ein bisschen anders. Ich müsste jetzt die anderen Subs wieder rausholen und euch reinhalten. Ihr wisst, was wir hier testen. Wir testen jetzt dieses Nacho. Also das mit diesem Nacho-Ding hier drin. Davon sind, glaube ich, 3 oder 4 Stück auf dem Sub. Dazu gab es die Soße und Salat. Aber hier ist das Hähnchen natürlich das teure. Es wiegt auch gefühlt am meisten. Also vom Gewicht merkt man das natürlich sofort, dass das mehr Gewicht hat, das Gute. Das Nacho Chicken Sub. Bin ich gespannt. Ich beiß wieder rein. Ihr kriegt einen Speed-Up. So, ich bin wieder da. Sorry. Ich habe mich natürlich eingesaut. Die Soße ist rausgetropft. Ich habe meinen Pulli-Sweater gerade eingesaut. Der geht also gleich in die Wäsche. Lecker. Ich finde es nicht so geil im Verhältnis wie das gerade eben. Das gerade eben war so ein bisschen wow im Mund. Hier hast du eine schöne Schärfe. Schmeckst den Salat. Und ich muss sagen, dieses Nacho-Chicken schmeckt gut. Denn du hast wirklich ein bisschen Chicken-Geschmack auf der Zunge. Und dann kommt dieser wirklich Nacho-Geschmack wirklich sehr, sehr stark durch. Wir hatten ja bei einem Mitbewerber, der sich der King immer nennt, gab es ja irgendwie Nacho-Lover. Die haben ja einige total abgefeiert. Ich fand die ja sehr, sehr mittelmäßig. Das hier schmeckt, finde ich, viel, viel intensiver nach Nacho. Also das ist wirklich Nacho für mich. Das, was der andere gemacht hatte, war so, ja, war okay, aber ist Geschmackssache. Aber das Chicken ist gut gemacht. Also muss man sagen. Also es ist saftig, es schmeckt nach Nacho. Auf jeden Fall gut. Willst du probieren? Ja. Muss jetzt hier nicht getrocknete Tomaten essen, ne? Ein bisschen Chicken in den Hund. Ja. Also Barney schmeckt das auch. Also das ist gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Würde ich aber punktemäßig, wie gesagt, ich finde das andere noch so ein Ticken geiler. 3,5 deshalb geben. 3,5 von 5. Aber es ist auch ein geiles Ding. Probieren wir uns weiter durch. Jetzt kommt dieses BMT, ne? Dieses Bacon irgendwie. Genau, das mit dem doppelten Bacon und der Light-Mayonnaise. Mal gucken, ob ich mich jetzt auch wieder einsauere. Jetzt ist es auch egal. Also jetzt kommt so oder so in die Wäsche. Also. Kann man machen. Aber auch sehr, sehr mittelmäßig. So, hör mal, wie so beim Bäcker.
So ein Bäckerbrötchen. So, nicht negativ gemeint. Aber die anderen beiden waren im Verhältnis so, boah, da war mehr los. Hier schmeckst du halt hauptsächlich Salat. Hast so ein bisschen den Bacon und dann die Mayo. Obwohl Mayo aufs Sandwich immer geil ist. Kann man auf jeden Fall machen. Der Bacon ist auch wirklich geröstet. Also das ist jetzt nicht irgendwie ganz trockener, roher Bacon. Also der ist gut. Der schmeckt auch ein bisschen. Willst du haben? Komm her. Ja, ne? Muss sich ja lohnen, wenn du mitkommst. Kann man machen. Ich würde ihm aber nur 2,5 geben. Also wirklich so ein mittelmäßiges Sub. Macht dir nichts mit falsch. Aber da fehlt noch dieses gewisse, da fehlt was. Da muss noch was drauf. Vielleicht ein bisschen, ja, Chilis drauf tun oder Schärfe oder so drauf machen. Also ich habe bei allen Subs ja immer Salz, Pfeffer drüber machen lassen. Das mag ich eigentlich. Da ist es immer wieso noch mal ein bisschen würziger. Aber hier müsste noch irgendwas extra mit dabei sein, wo ich sagen würde, boah, das ist es jetzt aber. So, gucken wir uns das letzte an, das Chicken and Cheese Sub. Puh, gestern schon 4 Burger getestet, heute 4 Subs. Leute, das ist wirklich Akkordarbeit. Chicken Cheese Sub mit diesen Slices, aber auch Käse und Soße. An sich von der Gesamtheit mit das meiste drauf. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich beiß rein. So. Sorry. Geht nicht so schnell. lecker. Für mich, glaube ich, das Beste von allen drei Vieren. Aber liegt dran, ich liebe halt Honigsenf. Ich bin da ein riesen Fan von. Und ich mag hier einfach durch die Kombi. Du schmeckst Hähnchen, du hast Käse, Salat, es knuspert. Und dann hast du diese schöne Honigsenf-Note da einfach noch mit drin. Das Sub ist so von allen, finde ich, von den Zutaten das Rundeste, weil du jede Zutat mit schmeckst. Dem würde ich, kann ich ruhig 4,5 geben. 4,5 von 5. Also wirklich Platz 1 für mich, das Chicken mit Käse und der Honig-Senf-Soße, dann das auf jeden Fall das italienische Veggie-Sub, was wirklich auch einen schönen Geschmack hat. Dann das Nacho-Chicken und als letztes dann das Bacon. Aber keine schlechten Subs. Für den Preis völlig okay, alles legitim. Aber wirklich bei diesem mit dem Hähnchen-Ding, Barney, du bist doch hier, jetzt sehe ich doch im Hintergrund. Genau, probier du auch nochmal. Gute Dinger, gut gemacht. Also für den Preis finde ich es völlig legitim. Würde ich mir, glaube ich, sogar eher hier holen. Also so vom, wie heißt das nochmal? Wenn ich jetzt Bock hätte irgendwie auf sowas, statt beim Bäcker. Also gerade jetzt gerade das Letzte, also das mit der Soße, finde ich weitaus besser als so ein Bäcker-Ding. Und beim Bäcker zahle ich ja auch schon 3 Euro bis 4 Euro manchmal für so ein Brötchen. Und wenn die dann aufklappt, sind die nicht mehr wirklich belegt. Hier sehe ich, dass die das für mich genauso belegen. Darum ist es wirklich eine Geschichte, die interessant ist. Also da hat Subway, glaube ich, eine kleine Nische, die interessant sein könnte. Oh, ich sehe gerade, irgendjemand ist vor meiner Haustür. Auf meinem Handy kommt gerade eine Warnmeldung bei den Kamera. Irgendjemand ist gerade an unserer Haustür. Aber es ist keiner da. Aber ich wusste auch nicht, dass jemand kommt. Ich kann mal gerade nebenbei gucken, wer das ist. Das ist das praktisch heutzutage. Ja, der wird sicher schon weg sein. Aber das sind sie. Das sind die neuen Subs. Es ist der UPS-Mann. Der Eis, glaube ich, bringt. Ich glaube, der ist aber schon weg. Der bringt irgendwas Gefrorenes. Ich tippe mal, es ist Eis. Ich wusste aber nicht, dass heute UPS kommt. Darum gucke ich jetzt noch mal kurz, ob der noch da ist. Und euch sage ich danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Und morgen geht es eigentlich schon weiter mit McDonald's.